zur Freude über die erkämpfte, die selbst errungene Freiheit in unserem Land. Und ja, vor der Einheit kam die Freiheit. Das ist richtig und wichtig zu sagen, denn es hätte diesen 9. November nicht ohne den 9. Oktober gegeben. Zugleich aber muss man doch keinen unnötigen Gegensatz konstruieren zwischen Einheits- und Freiheitswillen. Die allermeisten Ostdeutschen wollten beides. Und übrigens hieß es in unserem Grundgesetz, wie es 1989 noch lautete in der Präambel, dass das deutsche Volk sich dieses Grundgesetz gegeben hat und am Schluss, es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen die mitzuwirken versagt war. Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Es brauchte immer mal wieder das Bundesverfassungsgericht, um daran zu erinnern. Und vor 30 Jahren im Deutschen Bundestag übrigens führten diese Verirrungen bei manchen, die nicht mehr so an die deutsche Einheit dachten, dazu, dass sogar Hans-Dietrich Genscher sich vorwerfen lassen musste von Antje Vollmer, er hätte eine Sogwirkung für DDR-Flüchtlinge erzeugt mit den Bildern in Prag. Und diese Bilder werde man bald vergessen. Welch ein Irrtum, meine Damen und Herren. Die Menschen in der DDR, sie waren Deutsche im Sinne des Grundgesetzes. Und es war kein Ausland, die beiden deutschen Staaten zueinander, sondern es waren ganz besondere Beziehungen.